geschrieben hat. Hermann Mahr. Herzlich willkommen, Hermann Mark und der Bulle Sammy aus der Rasse der... Gesundheit, Einsatzfreude und den Körperbau vererbte. Vom Araber, der verbesserte das Gangvermögen und übertrug seinen Adel und seine Intelligenz. Außerdem lieferte das Waldpferd die Basis für Größe und Substanz. Und das soll jetzt erstmal genügen. Bei den Kaltblutleuten ist es so, die bringen ihre Stuten immer etwas später. Die sollen auf der Weide geboren werden, weil so eine Stute, wenn die ein Fohlen in der Winterzeit bei diesen Strohpreisen gebärt, dann wird es teuer. Und darum sieht man, er lässt ein paar Rippen zeigen, er steht voll in der Decksatz. Dankeschön, Herr Dr. Aumann. Ja, verehrte Damen und Herren, mit Sicherheit einer der Höhepunkte des heutigen Tages, unser Gast Tamer Hanken aus Vilsum in Ostfriesland. Rauderfehn, dort wohne ich ja, ist ungefähr 20 Autokilometer, Luftlinie sicherlich nur 12 bis 15 Kilometer. Und wir haben uns auch schon bei einigen Gelegenheiten gesehen. Und ich freue mich, dass unser XXL Ostfriese, der ja durch Funk und Fernsehen mehr als bekannt geworden ist, hier heute in Tarmstedt ist. Und siehe da, man sieht es ja auch, dass dieser Wunsch der Tarmstädter Ausstellungsleitung, ihn hier mal herzuholen, einen großen Erfolg gebracht hat. Besten Dank folgt, ohne dass dieser Klotz mit 1300 Kilogramm, 1300 Kilogramm wiegt der Bulle Sammy seinem Herrchen folgt, ohne dass er irgendeine Verbindung zu ihm hat, außer Stimme und ja, das Zusammengehörigkeitsgefühl. Jampa steht auf der Tarmstädter Brücke, die hält das auch aus, sie ist heute Morgen repariert worden. Und wir sagen nochmal ganz herzlich Dankeschön. Oder morgen ist wieder. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, laut.